Hallo zusammen hier im Track Digital Workplace. Willkommen zum nächsten Vortrag. Der Vortrag ist von Felix Severa von Real Exhibitions. Real Exhibitions ist einer der größten Messeveranstalter weltweit und der Titel des Vortrags lautet die Do-it-yourself-Variante eines Linchpin-Intranets. Felix berichtet darüber, wie sie in den letzten ein, zwei Jahren selbstständig ein Social Intranet Basis von Linchpin aufgebaut haben für ca. 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an verschiedenen Standorten. Und interessant ist, seit 2016 war Atlassian Conference bereits im Einsatz und 2018, 2019 kam dann Linchpin ins Spiel und genau, vom klassischen Büromitarbeiter bis hin zum Lager- und Fabrikmitarbeiter werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgeholt, erreicht. Und genau, vor welchen Herausforderungen sie standen und wie sie diese gelöst haben, davon erzählt uns Felix heute was. Und ich übergebe das Wort an ihn. Wir haben hier einen Vortrag, der ist aufgezeichnet und der spielt jetzt ab. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und guten Morgen aus Wien. Mein Name ist Felix Severa und ich möchte heute ein bisschen was über eine Do-it-yourself-Variante von einem Linchpin-Intranet-Umsetzung erzählen. Ja, es ist eine Geschichte. Es ist jetzt kein klassischer Vortrag mit vielen Folien und vielen Bildern von Linchpin. Das heißt, alle die sich jetzt eine Anleitung oder eine Präsentation von Linchpin Intranet erwarten, die muss ich jetzt leider enttäuschen. Ich möchte einfach erzählen, wie wir in den letzten 1,5 bis 2 Jahren an unserem Intranet gearbeitet haben und wie das oder welche Hürden wir zu bewältigen hatten. Nur kurz, wo wir arbeiten oder wo das entstanden ist, und zwar bei Read Exhibitions in Österreich. Read Exhibitions selber ist weltweit der zweitgrößte Messeveranstalter. Wir haben sehr viele B2B und B2C-Events, kommen eigentlich klassisch aus dem physikalischen Geschäft, also sprich vor Ort Meetings und richtige Messen. Mittlerweile, situationsbedingt, spielt sich jetzt aber sehr viel digital ab und auch einiges hoffentlich bald wieder zumindest in einer hybriden Variante. Wir haben sehr große Leitmessen, die wir betreuen in Deutschland und in Österreich. Zusätzlich haben wir das Betreibergeschäft der Riedmesse Wien, das heißt, wir betreiben das Gelände und sind vor Ort dafür verantwortlich. Wir haben das Kongressgeschäft, das heißt, wir vermieten das Gelände für externe große Kongresse, Medizinkongresse, Technikkongresse und solche Sachen. Und wir haben eine Sparte Messebau, das heißt, wir haben ein eigenes Messebauunternehmen, das auf diesen Veranstaltungen Messestände von Komplettständen bis Individualstände baut, eigene Grafikabteilung und liefern auch für viele Kongresse die technische Infrastruktur. Wir haben im Prinzip 5 Büros, also wir haben viele Büros an 5 Standorten. Das teilt sich zwischen Österreich und Deutschland im Moment auf und haben Produktion bis Lagerstätten. Warum erzähle ich das jetzt kurz? Soll einfach zeigen, dass wir sehr viele verschiedene Anwendungsfälle haben, sehr, sehr viele verschiedene User, eben vom klassischen Büroarbeiter bis hin zum Lagermitarbeiter oder zum Mitarbeiter in der Produktion. Und da war es für uns einfach die Aufgabe, da ein Intranet zu bauen, das eben für alle diese Mitarbeiter zugänglich ist und für alle auch einen Mehrwert bietet. Ja. Ist eine etwas längere Geschichte und zwar möchte ich kurz einmal den Bogen spannen, wie das Thema bei uns angefangen hat. Wir haben circa 2015, 2016 beschlossen, naja, Kommunikation und so weiter, Dokumentation müssen wir etwas Besseres in den Platz bringen. Deswegen haben wir da mit Confluence gestartet und haben dann 2016 bis circa 2018 Confluence in seiner Reinform verwendet, sprich als Dokumentationstool und dann immer mehr auch als Kollaborationstool.
Ende 2018, Anfang 2019 ist dann immer mehr das Thema Intranet aufgekommen. Wir haben eine Intranet-Lösung zu dem Zeitpunkt im Betrieb, aber eine, sage ich mal, sehr ältere Variante einer Intranet-Lösung, sehr strukturgetrieben, und da waren wir einfach nicht mehr zufrieden, war einfach nicht mehr die Zeit des Tools, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir starten durch und wir möchten unser Confluence, das ja schon recht gut integriert war im Unternehmen, weiter ausbauen und Richtung Intranet bringen. Ja, es gab dann eben ein Kernteam, das hat sich mit diesem Projekt beschäftigt, und wir sind jetzt dann Ende 2020 beim Go-Live angekommen, also doch eine relativ lange Reise, und auf dem Weg sind uns einige Themen aufgekommen, und die möchte ich jetzt einfach nur mal kurz beleuchten, um einen Eindruck zu bekommen, was uns da alles entgegenkommen ist. Ja, die Ausgangslage 2016 war, wir hatten extrem viele PowerPoints mit extrem viel Know-how auf diversen Desktops verteilt. Jeder hat sich seine eigenen Anleitungen geschrieben, jeder hat sich eigene Notizen gemacht. Wir haben sehr viel auch in Ordnerstrukturen abgelegt. Sehr unübersichtlich und sehr schlecht durchsuchbar. Es sind solche richtigen Know-how-Silos entstanden, weil sich einfach jeder Mitarbeiter Sachen irgendwo hingespeichert hat. Und ja, da war für uns ganz klar, wir brauchen eine zentrale Lösung. Und die war damals, das war 2016, dann haben wir gesagt, okay, wir fangen eben an mit Confluence und wollen dort das Know-how und diese ganzen Anleitungen und so weiter mal speichern und von dort aus beginnen. Damit haben wir angefangen. Was haben wir jetzt? Mittlerweile haben wir jetzt ein Intranet, das wir für ca. 650 User betreiben in Österreich und in Deutschland. Es ist endgerätunabhängig. Das heißt, im Prinzip kann jeder mit einem Company-Device oder, wenn er keins hat, eben mit einem Personal-Device im Intranet teilnehmen, im Intranet agieren. Wir betreiben es über 4 Standorte in Österreich und 2 Standorte in Deutschland, was uns eben mit der Linspin Suite, mit der Personalisierung extrem gut gelingt. Und für uns waren einfach die Kernthemen die Company News, sprich News aus dem Unternehmen und News vom Unternehmen für die Mitarbeiter extrem wichtig. Wie schon gesagt, die ganze Knowledge-Sammlung, weiters viele Anwendungen, weil wir ja doch einiges an Programmen, einiges an Links, einiges an Weboberflächen zu bieten haben, das zu zentralisieren und einen einheitlichen Zugangspunkt zu schaffen und eben das Kollaborieren, weil es einfach extrem wichtig ist, in so einem umfangreichen Geschäft seine Meinungen und sein Wissen auszutauschen. Wichtig war uns von Anfang an, dass der Inhalt, den wir im Intranet darbieten möchten, aus dem Unternehmen entsteht. Es soll lebendig bleiben und es soll jetzt kein Zwangsintranet werden, wo ich einfach nach Kalender gewisse Sachen posten muss, damit wieder Bewegung reinkommt. Daraus ergab sich eben für uns ein self-gemanagtes Intranet, sprich die Teams, das Business selber hat viel zu erzählen, gerade aus der Messebranche, und das, was zu erzählen ist, kann jedes Team eigenständig in seinen Bereichen darlegen und das können sich alle anschauen, und somit ist es sehr authentisch und wird auch von den Usern, finde ich, extrem gut angenommen und ist sehr begehrt. Ja, ich habe vorher schon gesprochen, es sind in dem Thema dann einige Hürden aufgekommen und genau auf diese Hürden möchte ich jetzt einmal eingehen. Ich habe jetzt da die Kernpunkte, über die wir am längsten diskutiert haben in unseren Meetings, einmal herausgenommen. Und zwar das Thema Security ist für uns als ganz zentrales Thema gewesen. Dann der Ansatz, jeder darf alles. Dadurch, dass wir halt mit einer klassischen Ordnerstruktur gestartet sind, ist das sehr ungewohnt gewesen. Das Thema meins, meins, meins. Natürlich haben extrem viele Abteilungen ihren Content, ihre Folien, ihre Layouts. Und das war am Anfang auch ein bisschen schwierig. Schön ist Ansichtssache. Confluence ist einfach kein 1:1 PowerPoint oder Word-Ersatz, sondern Confluence funktioniert ein bisschen anders. Ja, die Definition of Done. Das Thema hat uns auch lang beschäftigt im Punkto, wann ist unser neues Intranet fertig? Und im Zuge dessen auch das Umstellungsszenario, sprich das Go-Live-Szenario. Die Security, wie gesagt, Reed Exhibitions Österreich gehört zu einem internationalen börsennotierten Aktienkonzern. Deswegen ist für uns das Thema Sicherheit und Security einfach extrem wichtig. Und wir haben sehr lange überlegt und haben auch
einiges an Meetings gebraucht, um zu sehen, wie können wir die Grundanforderung, jeder muss Zugang zum Internet haben, umsetzen. Und am Ende war es dann aber viel einfacher als gedacht. Sprich, mit dem Linspiel Mobile Gateway haben wir es dann geschafft, dass wirklich jeder Mitarbeiter mit Company Device oder eben auch ohne Company Device mit seinem privaten Handy oder mit seinem privaten Tablet Zugang zum Intranet hat. Es ist eine Kombination aus Active Directory Usern und dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, für uns passt es security-technisch, wenn ich mich am PC mit meinen Firmenzugangsdaten anmelde und damit meinen privaten Device über den QR-Code Zwei-Faktor-Authentifiziere. Sollte ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, deaktivieren wir den AD-User und somit hat der User innerhalb von wenigen Sekunden auch keinen Zugriff mehr aufs Intranet. Eigentlich eine sehr einfache Lösung dann am Ende des Tages. Jeder darf alles, war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Jede PowerPoint, jedes Word-Dokument, das ich auf meinem Desktop liegen habe, das gehört halt nur mir und da kann nur ich Sachen ändern, ist in Confluence, wenn man sehr transparent hält, etwas anders. Und das war auch am Anfang recht ungewohnt für die Leute. Also es war immer ein bisschen so, aha, ich schreibe etwas, jeder darf es ändern. Ja, und das ist auch gut so. Das meiste haben wir gemacht, indem wir den Leuten aktiv gezeigt haben, es kann nichts passieren, es wird in Confluence alles protokolliert und im Endeffekt lebte der Inhalt davon, dass jeder Sachen editieren kann oder eben auch Sachen verbessern kann. Darum haben wir sogenannte Power-User dann auch installiert, sprich Key-User, die in jedem Bereich ein bisschen mehr Know-how haben als die normalen User und die können das einfach extrem gut transportieren, die können den Leuten Ängsten nehmen und die sind so ein bisschen die gute Seele jedes Bereichs und wir können aber auch als Team neues Know-how und neue Ideen da extrem gut transportieren. Dazu passt der Ansatz meins, meins, meins. Bei uns war es einfach oder ist es einfach so, dass jede Abteilung ihre wichtigen Inhalte in eigenen Präsentationen, in eigenen Vorlagen dem Unternehmen ausspielt. Schwierig, weil wir einfach gemerkt haben, dass die User eher, oder nicht eher, weil die User einfach nach Inhalt suchen. Als gutes Beispiel haben wir zum Beispiel eine Pool-Car-Policy, sprich wir haben Pool-Autos, da gibt es ein Regelwerk, was man zu beachten hat und Reisen und Autos sind bei uns in der HR-Abteilung verankert und somit ist es einfach für die meisten schwierig zu sagen, okay, ich suche das Regelwerk zu den Pool-Cars, würden die in der Regel nicht im HR-Bereich suchen. Da wir aber den ganzen Content in einem sogenannten Gewusst-Wie-Bereich verankert haben, ist es eigentlich nicht mehr wichtig, welche Abteilung was erstellt, sondern ist nur noch wichtig, dass der User den einen Bereich findet und dort eigentlich alle Anleitungen, alle Richtlinien und dementsprechend findet. Wir haben das dann so gelöst, dass es auch zu diesem ganzen Regelwerk Page Includes, also sprich geklonte Seiten in die direkten Bereiche gibt, dass man es einfach an beiden Seiten findet. Ja. Schön ist Ansichtssache. Jetzt kennen wir natürlich alle gestylte Unternehmenspräsentationen, wo Content dargelegt wird und diese Präsentationen kann man einfach nicht eins zu eins in Confluence abbilden. Wir haben einfach gelernt, nicht alles, was alt ist, ist glänzt, ja, weil viele Präsentationen jetzt auch nicht so super toll sind. Man muss da einfach schauen, dass man mit den Leuten erlernt, wie man Confluence-Seiten gestalten kann und wir haben auch schnell gemerkt, dass man mit kleinen, feinen Plugins diese Marketplace gibt, da Funktionen erweitern kann und den Leuten auch Werkzeuge in die Hand gibt, um die Seiten dementsprechend spannend zu gestalten und am Ende des Tages ist für den User immer wichtig, dass das Seiteninhalt wertvoll ist und weniger die Optik und viel bunte Schriften und so weiter, das lenkt eigentlich die meisten nur ab und kostet auch extrem viel Zeit bei der Erstellung. Ja, das Umstiegsszenario. Im Prinzip gab es für uns zwei Möglichkeiten, einen Big Bang und eine organische Migration. Wir haben uns für die Migration entschieden, weil wir Confluence natürlich weiterhin aktiv verwendet haben und wir nicht einfach einen Schnitt machen konnten, das ganze Confluence für einen Monat für eine Umstellungsphase blockieren können und dann einen Big Bang. Somit haben wir gesagt, okay, wir machen das on the fly, das heißt Stück für Stück. Ja, das ist um einiges aufwendiger, weil ich eine Zeit lang parallel Inhalte pflegen muss. Wir haben aber auch gemerkt, dass dann der Wille im Internet Alt-Inter-Inhalt zu pflegen, der lässt dann relativ schnell nach.
Und was wir jetzt auch gelernt haben, ist, aus der aktuellen Situation heraus hat sich unser Go-Live jetzt doch ein paar Mal verschoben. Deswegen war auch unser Ansatz im Nachhinein gesehen, so Stück für Stück zu migrieren, goldrichtig, weil wir jetzt keinen Big Bang verschieben mussten, sondern weil wir jetzt einfach das Go-Live-Datum immer wieder ein bisschen verschoben haben und eigentlich da sehr flexibel darauf reagieren konnten. Und die User hatten auch extrem viel Zeit mehr, sich mit den Seiten immer wieder zu beschäftigen und haben das dann einfach wirklich sukzessive immer verbessert. Ja, die Definition of Done. Natürlich war es für jedes Team jetzt extrem wichtig, seinen Teambereich, seinen Seitenbereich aufzubauen. Und wir haben es dann geschafft, dass im Team die Leute extrem motiviert ans Projekt herangegangen sind und wollten das natürlich überperfekt machen. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Leute in den Teams gearbeitet haben, aber das eher, sage ich mal, nebenbei gemacht haben und nicht sich jetzt wochenlang auf das Migrieren des Intranets konzentrieren konnten. Und deswegen haben wir dann einen Spagat schaffen müssen zwischen, es ist fertig und wir können es schon gut verwenden und haben dann noch Zeit, es zu verbessern, gegen hin dazu, dass ich es einmal perfekt fix fertig mache, weil das wird nie fertig. Wir haben da auch eben unsere Speiseplantheorie. Wir haben einfach gelernt, weil wir unser altes Intranet mit Zugriffsstatistiken analysiert haben, dass einfach gewisse Bereiche nicht gefragt sind. Und somit war dort auch der Aufwand, den Bereich neu zu gestalten, ein bisschen überschaubarer. Und bei Sachen, die einfach extrem oft verwendet werden, wie eben der Speiseplan, ja, haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit reingesteckt, damit das auch für alle User dementsprechend dann passt. Ja, das Kernteam übergibt ans Content-Team. Wie haben wir es gemacht? Wir haben als erstes ein Kernteam hingesetzt aus dem Business und aus der IT und haben versucht, einmal die ganzen technischen Rahmenbedingungen mit Linchpin und Confluence abzustecken und haben dort mehr oder weniger so unsere Guideline, unsere Philosophie des Intranets erarbeitet. Da haben wir uns gut an dem Plan, den Linchpin zur Verfügung stellt, gehalten. Das haben wir einfach im Selbststudium durchgearbeitet. Hatten dann einen guten Plan, wo wir gesagt haben, ja, so stellen wir uns das Ganze vor, so können wir mit dem Regelwerk leben. Und haben dann einfach ein Content-Team gegründet, das wir dann Stück für Stück ongeboardet haben und haben dann mit den Kolleginnen und Kollegen angefangen, den ganzen Inhalt zu befüllen. Und deswegen gab es ja diese schöne Übergabe, was mittlerweile extrem spannend ist, weil das Content-Team natürlich da irrsinnig gut reingewachsen ist in das Projekt und dementsprechend jetzt auch für die Zukunft sehr viel Know-how hat und das auch sehr gut weitertragen kann und es halt auch keine rein technische Migration geworden ist, sondern da sehr viel Leben, sehr viel Engagement drinnen ist. Kurze Zusammenfassung noch. Was hat es bei uns einfach ausgemacht? Confluence. Wir haben einfach Confluence lange genutzt. Wir haben Confluence versucht, zu unserer Philosophie zu machen und haben dann erst unser Intranet on top aufgebaut. Wir haben versucht, ein Bottom-up-Prinzip zu leben. Sprich, wir wollten einfach, dass aus den Teams heraus Content entsteht. Wir wollten, dass die Teams es pflegen. Wir wollten einfach weg von einer zentralen Instanz, die das Intranet von oben herab pflegt. Wir machen es zu unserem zentralen Tool. Das heißt auch, für diverse Anwendungen gibt es eben den Anwendungsmanager, die Links, die findet man alle auf der Confluence-Startseite, weil wir einfach ganz stark darauf fokussiert haben, wenn ich als User jeden Tag meinen Browser aufmache, Confluence ist die Startseite, was sind die häufigsten Dinge, die ich anklicke und die müssen einfach bei uns im Vordergrund stehen. Es braucht Zeit. Ebenso Sachen wie Rechteverwaltung oder offener Inhalt, das braucht einfach Zeit und das dauert und da sind wir, glaube ich, auch noch nicht ganz am Ende angekommen, aber wir sind da auf einem guten Weg. Jahrelange schlechte Erfahrung ist auch nicht viel wert. Wir kennen einfach viele Dinge wie PowerPoint-Präsentationen und glauben, das ist gut, weil wir es einfach gut kennen, aber wenn wir uns ehrlich sind, PowerPoints durch die Gegend schicken, editieren, zurückschicken und hin und her schicken, ist nicht effizient, macht nicht viel Spaß und solche Sachen muss man einfach versuchen loslassen, wenn es noch so schwierig ist. Wir haben uns viele Sachen auch vorgenommen, deswegen habe ich auch gesagt, sei großzügig, weil wir im Projekt auch oft gemerkt haben, so wie wir es uns ausgedacht haben, sprich im Kernteam, so ist es in der Realität vielleicht auch nicht perfekt lebbar. Und deswegen haben wir gewisse Rahmenbedingungen einfach wieder verworfen. Zum Beispiel wollten wir anhand unserer CI
sehr genaue Themes vorgeben und haben dann aber gemerkt, dass der Need und dass die Freude der einzelnen Teams doch groß ist, wenn sie ihr eigenes Farbschema haben können, ihr eigenes Layout machen können. Und deswegen haben wir da gewisse Sachen auch wieder aufgeweicht, einfach um, sage ich einmal, Gefühlsdiskussionen da ein bisschen außen vor zu lassen. Plugins können Leben retten. Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen so gut es geht mit Standard durchkommen und haben aber gemerkt, dass auch für die User das eine oder andere Plugin extrem praktisch ist. Wir verwenden sehr viele Dropdowns, wir verwenden sehr viel Draw.io. Wir haben einfach gemerkt, das macht es einfach viel mehr zu deinem Tool und deswegen sind auch da Plugins für uns ein extrem wichtiger Punkt. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Das ist, finde ich, einer der Riesenvorteile in der ganzen Geschichte, weil einfach wir immer wieder draufkommen sind, dass Themen woanders hingehören, dass Teams anders organisiert sind und deswegen haben wir es auch geschafft, dass wir im Projekt wirklich sehr agil Sachen hin und her verschieben und das auch öfters machen und das wollen wir auch weiterhin so leben. Am Ende des Tages, der Do-it-yourself-Ansatz ist sicher anstrengend, man braucht sicher, sage ich mal, ein extrem motiviertes Team dahinter. Aber rein auf der Kostenseite spart es nicht nur Geld, sondern es zwingt dich einfach mit deinem Team, dich über dein Intranet zu unterhalten. Es zwingt dich, dass du dir wirklich Gedanken machst, wo willst du hin? Und wir glauben einfach für uns, dass es der richtige Ansatz ist, weil dadurch einfach die Awareness da ist und alle Leute, die daran arbeiten, wirklich das als ihr Tool empfinden und es wirkt nicht so als aufgesetztes, du musst das Tool verwenden. Das sind die Sachen, die ich an der Stelle euch einfach mitgeben möchte. Zum Schluss noch kurz zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Felix Severa. Ich bin im Reed-Konzern in Österreich fürs Projektmanagement Office verantwortlich. Habe dort gelernt, ein Atlassian-Fanboy zu sein. Also ich beschäftige mich viel mit Confluence, Jira, Jira Service Desk und allen Plugins dazu. Bin da auch eben Produkt- und Projektverantwortlich. Und ja, wenn es dann Fragen gibt, jederzeit unter meiner Telefonnummer, per E-Mail, per LinkedIn und Xing, je nachdem, wie ihr das möchtet. Dann sage ich mal danke an der Stelle und freue mich schon auf zahlreiche Reaktionen. So, vielen Dank, Felix. Sehr, sehr spannender Ansatz und super umgesetzt von euch. Hört mal in die Runde Fragen. Gibt es Fragen, Anmerkungen dazu? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Stellt die Fragen gerne im Chat. Ansonsten wird mir direkt einfallen, Felix, warum habt ihr euch denn für den Weg entschieden, das allein umzusetzen? Naja, ich glaube, grundsätzlich ist die Idee daraus gekommen, dass so ein Intranet-Projekt ja immer, sage ich mal, ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Und bei uns war es dann einfach so, dass wir gesehen haben, dass wir die alte Lösung quasi sehr, sehr lange verwendet haben und das halt einfach technisch oder ja, einfach ausgereizt haben. Und das war so ein fließender Übergang eigentlich. Und wir haben, kann mich erinnern, irgendwann einen Vortrag eben in Adil gesehen, eben über die Linchpin Suite. Und da ist uns dann eigentlich auch klar geworden, dass das der Weg ist, wo wir hinwollen. Und dann ja, haben wir schon eine Zeit lang gebraucht, bis wir gesagt haben, okay, wir widmen uns dem Projekt. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir trauen uns das technisch auch zu. Ne? Wir haben genug Leute da, die sich technisch so tief mit dem Thema auskennen, dass wir das machen können. Und dann wollte man das auch quasi als Team so umsetzen. Okay. Und so im Vergleich, ihr hattet ja Confluence schon im Einsatz. Hat sich da irgendwie von der Akzeptanz, von der Nutzung her da was getan, nachdem es dann Linchpin als Intranet wurde? Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht so lang live quasi mit dem Ganzen, ja, weil die aktuelle Situation jetzt ein paar andere Themen ein bisschen vorgeschoben hat. Aber ich sage mal, die Akzeptanz steigt natürlich, weil wir versuchen kontinuierlich mehr Inhalt nur rein übers Internet anzubieten. Also wir haben schon eine lange Umstiegsphase gehabt, so quasi diese Mail an alle, ja, das kann man einfach nicht von heute auf morgen abdrehen und deswegen haben wir das einfach in einem schönen Umstiegsszenario gemacht, dass wir einfach immer mehr Sachen rein im Internet anbieten und dadurch steigt die Akzeptanz und dadurch holen sich die Leute auch immer aktiver das, was sie halt suchen und was sie brauchen. Ja. Gibt es sonst noch Fragen im Chat aus der Runde? Sehe bisher sonst nichts. Doch eine Frage.
Wie ködert man die Mitarbeiter zum Mitmachen im Social Intranet, Posts erstellen und so weiter? Naja, bei uns war der Ansatz der, wir haben den Leuten einfach vor Augen geführt, wie viel sie zu erzählen haben. Und wie gesagt, auch bei uns viele Abteilungen, die machen spannende Projekte, die machen coole Sachen, die haben Erfolge. Und das wurde früher nie so wirklich dargelegt. Und jetzt hat einfach jede Abteilung, und das war uns einfach ganz wichtig, die Möglichkeit, sehr selbstbestimmt sich zu präsentieren als Teams, als Abteilung. Und das erzeugt einfach irrsinnig viel Begehrlichkeit, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein tolles Projekt abgeschlossen, ich habe irgendwas umgesetzt, ich habe einen Kongress abgehalten, wir haben eine Messe an Land gezogen, was auch immer. Und diese Folge will man einfach auch im Unternehmen teilen. Und dadurch entsteht dann so ein bisschen auch ein Wettbewerb, und mittlerweile funktioniert das irrsinnig gut, dass halt einfach die Abteilungen ihre Geschichten erzählen im Internet und dadurch einfach auch alle sehen, was die Abteilungen machen und was sie leisten, und somit funktioniert das wirklich gut. Also wie gesagt, für uns war es einfach wichtig, dass wir aus den Abteilungen heraus den Content bekommen und dass die Abteilungen wirklich ihre eigene Plattform haben, wo sie Geschichten erzählen können und da gar nicht viel, darf ich das so schreiben, sondern einfach so, wie es ihnen gerade einfällt, schreiben die Blogposts und die werden dann bei uns auch auf der Startseite in den News veröffentlicht, und dadurch gefällt ihnen das wirklich gut. Also wir haben es mittlerweile auch so in Freizeitbereichen, dass Leute Geschichten von zu Hause, gerade in Lockdown, also eine Mitarbeiterin schreibt einen Lockdown-Blog über, wie es zu Hause zugeht. Wir haben Leute, die schreiben teilweise über Freizeitaktivitäten, und dadurch entsteht einfach eine schöne Mischung, weil es nicht immer nur quasi der Content ist, den man den ganzen Tag hört über die Arbeit, sondern auch ein bisschen was Persönliches, und es wird alles viel greifbarer. Erinnert mich ein bisschen an unser Intranet. Also bei Selvet Media hört sich schon ähnlich an. Genau, gibt es sonst Fragen noch im Chat? Dann stellt die gerne jetzt. Ansonsten ist der Felix wahrscheinlich auch gerne im Nachhinein noch da für Fragen, falls noch welche aufkommen. Oder Austausch. Schick nochmal den Link in den Chat, wie euch der Vortrag gefallen hat, könnt ihr nochmal bewerten. Und sonst würde ich mich bedanken, Felix, bei dir. Sehr gerne. Für den Vortrag, dass du dabei warst. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach am Ende der Präsentation, glaube ich, sind auch alle Kontaktdaten, einfach durchmelden und gerne austauschen. Super, dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Vortrag. Danke. Wer dabei ist. Tschüss. Ciao.